Hallo, ich zeige euch heute, wie man Hacktoast macht. Zunächst benötigt ihr ein paar Zutaten, zum einen Toast. Ich verwende immer die normalen kleinen Toastscheiben. Es gibt auch den Sandwich-Toast, diese großen Scheiben. Aber ich verwende immer die kleinen, herkömmlichen Toastscheiben. Dann benötigt ihr Käse. Da könnt ihr beispielsweise Raclette-Käse nehmen oder auch diese normalen Sandwich-Käsescheiben. Das ist euch überlassen. Dann die wichtigste Zutat, Hackfleisch. Ich habe hier 1 Kilo feinstes Rinderhack. Ich verwende nur Rinderhack, das ist ganz wichtig. Dann brauchen wir noch ein paar Zwiebeln und Eier. Und die wichtigste Zutat sind die Gewürze. Ich habe hier eine sehr leckere, fertige Hackgewürzmischung von meinem Kumpel Sebi. Und vielleicht mache ich irgendwann mal ein Video mit Sebi zusammen, wie man diese geile Hackmischung herstellt. Also viel Spaß! Während wir uns gleich der Vorbereitung der Zutaten widmen, könnt ihr schon mal den Backofen vorheizen auf etwa 200 Grad. Danach geht's ans Zwiebelschneiden. Diese gebt ihr dann mit etwas Öl in eine Pfanne und bratet sie scharf an. Im nächsten Schritt benötigen wir eine Schüssel. Hinein kommt der Hack. Pro 500 Gramm Hack verwende ich immer ein Ei, also jetzt 2 Eier. Dazu noch die Zwiebeln und dann das Ganze schön durchkneten. Danach mit Pfeffer, Salz nach Belieben würzen, natürlich auch ordentlich von Sebis Hackgewürz hinzu und dann wieder alles schön durchmischen und durchkneten. Im nächsten Schritt verteilt die Toastscheiben auf Backpapier und bestreicht diese anschließend mit Hackfleisch. Alternativ könnt ihr vorher noch etwas Butter auf den Toast schmieren. Danach belegt die Toast noch mit Käse. Nachdem ihr alles fertig belegt habt, macht ihr die Hacktoasts in den vorgeheizten Backofen, so bei 200 Grad für etwa 20 Minuten. So, für alle Ungeduldigen habe ich schon mal eine Vorabversion des Hacktoast. Neuerdings habe ich in meiner Mittagspause eine Hackgemeinschaft mit einem befreundeten Unternehmen, mit den Jungs von Luhn. Und aus diesem Grund habe ich mir eine Hacktoast-Trage-Komfortbox angeschafft. Da lässt sich der Hacktoast sehr, sehr gut transportieren. Mir Hacktoast vor der Tür, ja, oder? Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Zubereitung des Hacktoastes und falls ihr das Ganze mal nachkocht, lasst es mich einfach wissen.